Geh du mal in der Mitte drin, ja? Scheiße. Was machst du denn da? Wieso? Ich muss dir die Scheiße ranschneiden. Nicht furzen, sonst bist du unter der Folie da, bist du eingekesselt. Dann schmiegst du deinen eigenen Sift da. Ja, man muss erst unten einmal lang gehen. Ich könnte das jetzt natürlich hochhalten, aber das wird es auch zu einfach machen, Mann. Ne? Man darf sich's auch im Leben nicht einfach machen. Ja, Quizfrage, wo ist Gideon? Der Tacker hat sich ein zurecht. Und wenn jetzt dann der Tacker nicht geht, dann ist man sauer. Dann hat man mir gerade glatt gestrichen, die Folie. Das heißt, immer einen funktionierenden Tacker dabei, ne Gideon? Naja, ist anstrengend, ne? Ja, ist irgendwie anstrengend. Aber macht auch Spaß, ne? Es macht richtig, richtig Spaß. Hast du noch genug Tackernadeln, bevor du dich wieder darunter begibst? Sieht gut aus, ja. Gut, ja, dann die in die Richtung und dann können wir hier an dem oder an dem Balken hochgehen, ne? Und dann passt es immer. Also das ist der Trick. Erst unten einmal komplett aus der Mitte raus in beide Richtungen anheften. Auf gleicher Höhe kann man sich an den Strichen orientieren. Und dann kann man in der Mitte hocharbeiten. Weil dann verziehst du nicht mehr in eine Richtung. Also du brauchst ja nur so ein bisschen verziehen. Dann hier passt das schon am Ende wieder nicht. Ne? Das ist da zu hoch. Ne? Zu tief wäre noch nicht so schlimm, aber zu hoch ist halt richtig scheiße. Muss wieder mit Vario. Du willst ja nicht quadratmeterweise Vario verkleben. Das willst du nicht. Ja gut, dann ran an den Speck. So ein bisschen so ihm das so ein bisschen vorziehen, das macht Sinn. Weil er kriegt es natürlich nicht so leicht gezogen nach rechts hin. Das mache ich dann hier und er kann das dann nochmal... Ich verstehe übrigens nichts, ne? Du brauchst das auch nicht verstehen, ich sag das ja für die Zuschauer. Dass überhaupt einer checkt, was du da machst. Hey du Folienfutzi da hinten. Ja, mach das mal vernünftig. Du musst auch tackern, nicht nur da irgendwie festhalten. Ich muss hier, sag mal, ich muss hier diese Scheiße. Ja, da wollen wir ihm noch mal helfen, so. Ein bisschen anziehen. Muss ich das so machen? Das sieht schon sehr, sehr gut aus, wie du das hier hast. Das macht einfach Spaß. Ja, du kannst bestimmt bei vielen Leuten kostenlos die Folien ran tackern. Das wäre eine Freude. Pass auf, ich halte jetzt hier hoch und du gehst am Balken hoch. Von unten hoch flach bleiben. Ne? Ja. So, schön. Das ist schön. Da sieht man auch schön das Styropor, wie sauber das sitzt. Ne? Das hängt manchmal. Aber das ist der gute Tacker. Das ist der gute, ja. Das sehe ich. Viele haben so Billigtacker auf der Baustelle. Zum Beispiel du, ne? Du hast ja den billigsten, der hat ja 0 Euro gekostet, weil du den von Papa ausgeliehen hast, der 40 Jahre alt ist. Nicht Papa ist 40 Jahre, sondern der Tacker. Jetzt hast du 5 Löcher dabei, ne? Ja. Lochfutzig. Die Tacker gerade rein, die gucken alle raus. Der guckt der ein bisschen raus. Hier alle raus, du bist doch ein Futzi. Was ist das hier für eine? Genau, du musst ihm immer ein bisschen so, Spiel geben. Ja. Eben hast du doch was von Qualitätstacker erzählt. Gib her. Mal, ist das hier Verarschung? Das ist immer das gleiche Problem. Ich hol dir welche. Die Feder ist ausgeleiert. Ich hol dir die. Die Tackernadeln sind ja auch von was, was ich war. 1800 oder was, ne? Der soll irgendwas mit 40 Jahren alt sein, der Tacker. Aber ich glaube, die Dunkelziffer, die liegt ja weit höher. Ah, jetzt will er auch wieder. Ja, sieht ja sauber aus. Ja, sieht echt gut aus. Ja, an den Ecken muss man noch so ein bisschen stückeln. Ne? Das ist normal. Das machen auch die Profis so. Das machen die Profis auch, wa? Was meinst du, wie bei den Profis teilweise gestückelt wird? Das, die wissen aber, wie man es gut versteckt. Ne? Das ist der Unterschied. Ja, sauber gemacht, dass die Ecke da nicht der Schnitt ist. Was? Schön. Ob das was bringt, hier über jeden Tacker so einen Wiecher-Heini da rüber zu machen? Das war so im Video, wirklich. Im Erklärvideo. Ist so. Na gut. Iso wer. Du sollst die Varios, die sollen wirklich überall drauf. Ne? Manche machen so komplett so. Oh Quatsch, ne? Wir müssen auch nicht übertreiben mit dem Vario. So ein Vario, das kostet 17 Euro die Rolle. Das sind nur 20 Meter drauf, ne?
25, glaube ich. Sind, glaube ich, nur 25 Meter drauf. Und die hast du in 0, nix weggeknallt. Hier unten musst du es ja auch noch an den Fußboden kleben. Ja, das fehlt. Da sind ja auch noch zwei Rollen. Einmal in der Runde sind ja schon wieder zwei Rollen. Wahnsinn, ne? Das ist ja verloren. Das ist Wahnsinn. Dass die an Geld verdienen mit dem Vario. Na gut, da entstehen auch Kosten. Gewisse Kosten, gewisse Art. Herstellungskosten, natürlich. Hier ist es sauber isoliert. Im Styropor. Da habt ihr gesehen, wie schön wir das zugeschnitten haben. In 10 Jahren werden die Leute noch die Videos gucken und sagen, Harry, das haben die das schön gemacht. Ich habe mich ja verletzt. Ne? Für deine Baustelle tue ich alles. Ne? Jetzt geht das ab. Nicht schön ist das nicht. Ne? Nee, schön ist es nicht. Ich bin ja übersät mit Verletzungen mittlerweile. Sieht aus wie ein Trümmerfeld, du. Na, was macht Manni? Nix. Mit Hermann Kaffee trinken. Schläft noch. Bei fehlender Erfahrung wird oft falsche Verklebungstechnik gewählt. Aber das ist jetzt hier die richtige Technik, oder? Keine Ahnung. Aber hier, du. Trocken klebst du, schiebst du das so hin. Und dann machst du das drunter weg. Ja, und dann sauber dran. Am Holz, ne? Das muss ja ans Holz. Nicht sauber. Sieht sauber aus. Würde ich auch sagen. Dann haben wir die Seite. Ah, jetzt ein bisschen blöd. Da darf man nicht vergessen, das da anzunügeln, ne? Man muss auch noch einmal drüber fahren. Kontrollgriff sozusagen. Richtig. Wie sieht das eigentlich die Laterne auf, wenn die aus ist? Ja. Bringt ja wohl gar nichts. So, jetzt mache ich hier unten. Mache ich jetzt hier einmal quer lang. Querverklebung? Die Ecken muss man dann nochmal nacharbeiten. Das wird unterschätzt. Die Arbeit in den Ecken, aber haben wir nicht nur schon 100 Vario-Videos hier gemacht? Na gut, dann. Nein, können wir ja. Achso, hier ist es jetzt anders. Na nee, gut, muss ich das anders machen. Ja. Wir haben oft auf dem Bau ohne Verklebung gearbeitet in den 90ern. Frage ich mich auch, hat man irgendwann gedacht, ach so, nee, das ist alles nichts, was wir hier machen? Ja, sind die Häuser früher alle vergammelt? Das stimmt doch auch nicht. Nee, eher heute, dass die vergammeln. Ja, ne? Ja, wie mache ich das denn jetzt hier? Alter. Was haben wir da denn? Ach, eine Latte, ne? Das ist natürlich scheiße. Muss sie abkönnen. Oh boy. Scheiße. Schraub die Scheiße da rein. Nicht schon wieder. Ja, ist egal, mach weiter. Ja, ist dir egal, ne? Latte? Nee. Gar nicht. Na gut. Hier so? Ja, komm, mach. Nee, haben wir natürlich ausgemessen. Styropor durchnügeln. Weißt du, man verlegt hier stundenlang diesen Scheiß. Und jetzt musst du alles wieder kaputt machen. Das ist sowieso die alte Glasfolge. Nee. Super. Ach, du hast schon wieder aufgemacht, deswegen weht mir das hier rein. Die weht du nicht. Du bist echt Heini. Das Ach, gibt's nicht. Wieso das denn? Extra zugemacht, weil das mir unter die Brille weht. Kann auch ins Auge gehen, so ein Hauskauf. Fuzzi. Weißt du, man... Das ist eine Schraube. Das ist genau da ein Nagel. Tatsächlich. Hier die Löcher für die Strahler. Sind jetzt hier drin. Hier ist eine Latte. Lattenassi. Zeigst du da deine Latte im Video? Ja, die muss jetzt aber weg. Ja, besser ist das. Sag mal, ist das eigentlich gerade giftig, was du hier runterschmeißt? Ja, weiß ich nicht. Ja. Zieh nur eine Maske auf. Hm? Guck mal, wie sauber der... Schön, ne? Schöne Arbeit, sowas. Muss man sich ja wundern, was technisch möglich ist heutzutage. Schau mal, auch hier. Ja. So, man sieht jetzt schon, wir haben hier überall die Löcher für die Lampen drin. Hast du nicht gefilmt, wie ich die gebohrt habe? Nee, weil das sah ziemlich komisch aus. Sah scheiße aus? Ja, teilweise. 1, 2 und 3. Mal 1, 2, 3 und 4. Hier sind so 12 Strahler dann nachher drin, sauber symmetrisch. Schöne Sache. Was das hier werden soll, weiß ich noch nicht.